Danke, dass Sie an diesem Samstagnachmittag zugeschaltet haben. Das Qualifying hier in Österreich geht demnächst los. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Event. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Und damit Servus und Hallo zusammen, willkommen zurück zu F1 2017 zum Qualifying in Österreich. Ja, Rennwochenende Nummer 9, ne, müsste das jetzt sein, also fast schon Halbzeit im Rennkalender. Ja, wir sind im Qualifying, wie schon gesagt, das Wetter haben wir ja gesehen im Training ist soweit trocken, war es zumindest angekündigt und es sieht auch trocken aus. Und fürs Rennen ist ja Sonnenschein angekündigt, freuen wir uns natürlich. Ja, ich habe in der Zwischenzeit jetzt nochmal die Komponenten getauscht, möchte ich mal ganz kurz zeigen. Und zwar, also nicht das Getriebe, weil da geht es ja nach hinten, aber ich habe die Verbrennungsmotoren und die MGOK und so weiter alles getauscht. Und wir waren ja hier auf dem 5er-Satz durchgehend, 47% habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal runter auf ein gebrauchtes Teil, das etwas bessere Qualität hat. Ne, es muss ja auch noch fürs Rennen reichen. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Und auch bei den anderen Komponenten bin ich mal vom 5er-Satz weg. Also 37% merkt man schon. Da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mal so die Komponenten, die zwar gebraucht, aber noch am wenigsten mit abgenutzt sind. Das habe ich hiermit gemacht. Und man kann ja zwischen den einzelnen Sessions diese Komponenten wechseln, ohne dass man Zeit verliert. Und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren, ne, wir müssen raus, Leute. Wir müssen raus. Wir müssen auf die Strecke. So, ja, Park für mich, alles klar. Alles klar. Rausfahren, PD. Ne? Einfach nur rausfahren. Wir haben nicht viel Zeit, man merkt schon, ein Auto nach dem anderen fährt raus. Also wir müssen uns sputen, ne? Vielleicht kriegen wir auch zwei Versuche hin, das wäre ja das Ziel. Da fährt Alonso raus. Direkt vor uns, der Teamkollege. So, wir stellen das Gemisch gleich mal auf Standard. Sind ein bisschen vorsichtig bei der Boxenausfahrt, nicht, dass ich mir hier schon den Flügel kaputt mache. Okay, kurzer Blick auf die Strecke. Minimap links, das sieht gut aus. Wir scheinen eine gute Lücke erwischt zu haben. Der Kollege hinter uns ist wahrscheinlich schon auf der schnellen Runde. Aber da sind wir weit genug weg. Also den sollten wir nicht wirklich beeinträchtigen in seiner Qualifikationsrunde. So, für uns ist es halt wichtig, eine möglichst gute Qualifying-Runde zu fahren. Das Ziel ist Platz 17. Sollte machbar sein, denke ich. Das sollte möglich sein. So, ich versuche jetzt bloß wirklich genug Abstand nach vorne und nach hinten zu haben. Bottas fährt eine 1.08.9. Ah, ich habe natürlich wieder modsmäßig Benzin dabei. Das war clever. Hamilton verbessert die Zeit. So, jetzt aber. Jetzt zählt's, Freunde. Voll Pinsel. Unser erster Versuch. Abstand nach vorne sieht gut aus. Kurve 1. Ja, ganz gut erwischt. Die war ja im Training immer so ein bisschen das Problem. Und jetzt bergauf die Schikane zum Anbremsen. Diese ganz enge. Aufs Heck aufpassen, genau, gegenlenken. War in Ordnung. Ich kann jetzt bloß nicht auf die Zwischenzeiten achten. Weil ich hier ein bisschen mehr auf die Strecke achten muss. Oh, da bin ich weit rausgekommen, auf den Abreißer war nicht gut. Da habe ich vom Gas gehen müssen. Da wollte ich zu viel. Auch hier nicht optimal durchgekommen. Da müssen wir uns noch verbessern, Leute. Also ich speziell. Oh Gott, viel zu weit innen. Viel zu weit innen.
Nein. Du bist jetzt auf P7, vierte Reihe im Grid. Ja, das ist toll, aber da waren noch jede Menge Fahrfehler drin. Platz 8. Na gut, wir sind vor Palmer, das überrascht. Na, im Renault. Hinter uns ist nichts. Okay, das ist schön. Heißt, ich kann ja ganz gechillt nach Hause fahren. Ich denke, mit Platz 8 sind wir vermutlich auch besser als unser Teamkollege. Aber da waren viele, viele Fahrfehler noch drin, wo ich es nicht ganz optimal erwischt habe. Aber es dürfte sich ausgezahlt haben, dass wir nochmal auf etwas frischere Komponenten gesetzt haben, ne, die einfach noch ein bisschen mehr Power haben. Man merkt es deutlich, ne? Der Unterschied zwischen einem Verbrennungsmotor mit 20% und 50%, das ist wie Tag und Nacht. Okay, jetzt Boxenanfahrt, Leute. Die üben wir auch nochmal. Oh Gott. Naja, ich habe auch gleich noch einen Frontflügelbelastungstest gemacht. Also der ist dran geblieben, der scheint auch funktioniert zu haben. Sehr schön. Jetzt müssen wir warten, bis unser Teamkollege da verfrachtet ist. Jetzt macht er mal hin, Leute, komm. Hopp, hopp. Jetzt haben wir alle schon schneller gesehen hier. Schnelle, kurze Schritte da, aber flott. Mein Gott, die haben Zeit, die Burschen. Schaut euch das an. Mit einer Gemütlichkeit. Ja, oh, Sackelzemento. Der Kollege vor uns, der Danny Quirt, ist da jetzt aber auch wie ein Torpedo. Ja gut, der Spitzname ist ja Torpedo. Reingeschossen in die Box. Danny Quirt ja am Malaysia-Wochenende nicht im Cockpit, ne? Da fährt ja ein anderer. Ich habe bloß den Namen jetzt gerade. Der ist mir irgendwie noch nicht hängen geblieben. Da ist ein anderer Kollege am Start im Cockpit. Was sagt das über die Zukunft von Danny Quirt aus? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Na, aber er, ja, in meinen Augen hat der Mann keine große Zukunft mehr. Der hat schon zu viel Mist gebaut. So, jetzt komm, ja. Reifenwechsel, komm, andere Reifen drauf, hopp. Lasst mich steuern, also geht doch. Ne, wir können uns noch verbessern. Okay, also knapp eine Zehntel ist dieser Reifen schneller. Ein bisschen weniger Sprit, bitte. 8 Kilo ist in Ordnung. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 10,7. Ja, das geht schneller. Das ginge noch schneller. Wir sind auf P11. Schaut euch das mal an. Die sind 2 Sekunden schneller, die Mercedes. 1,08. 2 Sekunden. Der Alonso ist 4 Zehntel langsamer. Hey, Sektor 1, 17,6. Sind wir sogar schneller als Alonso. Ja, da haben wir die erste Kurve gar nicht so schlecht erwischt. Der Vettel fährt ja jetzt gerade mal wieder verrückte Zeiten. Ne? Also zieht auch an uns vorbei. Heißt, wir fallen noch weiter zurück. Wir haben noch 4 Minuten. Dann würde ich sagen, gute Gelegenheit rauszufahren. Also dann. Ja, meine größte Befürchtung ist ja, dass ich beim Boxenausgang, dass ich da mein Auto wegschmeiß. Das ist so meine größte Befürchtung aktuell. Im Rennen natürlich. Also hier ist jetzt wurscht, aber im Rennen. Okay, Gemisch auf Mager. Oder fahren wir auf Standard. Ja, wir fahren auf Standard. Vielleicht haben wir 2 Runden. Ja doch, 2 Qualifying-Runden müssten wir fahren können. Das müsste gehen. Der Abstand nach vorne ist in Ordnung. Da sollten wir keine Schwierigkeiten kriegen. Na, ein bisschen mehr Konzentration vielleicht beim Fahren, dann geht es auch. Weniger quatschen, mehr konzentrieren. Da gibt es ja andere Kollegen von mir, die das Video nachvertonen. Ne? Die ihr Rennvideo nachvertonen. Du bist auf P14 gefallen. Das könnte ich gar nicht. Ne, wenn ich mir dann das Rennen anschaue und das nachkommentieren muss. Ich glaube, das mache ich lieber live und in Farbe.
Uiuiui. Letzte Kurve nicht gut erwischt. Also auf geht's. Freistrecke. Ja. Da sind wir schon mal langsamer unterwegs. Erster Abschnitt, keine Verbesserung. Aber es ist nur eine Zehntel. So, Verbremse. Oh Gott, okay, alles klar. Das war's. Lass die Burschen da mal vorbei. Aber jetzt natürlich Geld provoziert, das ist nicht gut. Also nochmal. Ja, die Ecke hier ist echt mit Vorsicht zu genießen. Okay, Gemisch wieder auf Mager. Gechillt. Einen zweiten Versuch machen. Die Reifen halten das ja aus. Ist ja nicht mehr so wie in der letzten Saison, dass man dann ganz extrem auf die Reifen aufpassen muss. Also das ist etwas, was Pirelli dieses Jahr sehr schön hinbekommen hat, dass man die Reifen etwas besser nutzen kann, dass die nicht sofort, wenn man sie einmal anschaut, sofort auseinanderfallen. Da haben sie gute Arbeit geleistet, die Jungs von Pirelli. Ne? Die haben genug auf die Fresse gekriegt die letzten Jahre. Aber jetzt kann man sie auch mal loben. So, jetzt. Oh Gott, jetzt fahren da alle raus. Okay, ein bisschen schneller. Aber immer noch nicht optimal. Und Verkehr, Leute, Verkehr. Super. Verstappen, schleich dich. Mach dich da weg. Okay, jetzt sind wir in der Addition. Das Sektorenzeit ist jetzt etwas schneller unterwegs als zuvor. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Heftiges Übersteuern. In der Kurve ganz schlecht. Aber wir sind immer noch schneller. 2 Zehntel, 3 Zehntel fast. Oh, jetzt habe ich den Ocon vor mir. Mach dich weg, Junge. Bisschen Windschatten, jawohl. 4 Zehntel verbessert. Okay, jetzt hat es mich rausgetragen. Jetzt ist das Qualifying vorbei. Jetzt hat es mich rausgetragen. Da war ich jetzt etwas zu optimistisch. Also lassen wir die Burschen da noch ihre Rundenzeiten fahren. Wir haben uns nochmal verbessert von der Zeit. Ist in Ordnung. 1:10.3. Da bin ich zufrieden. Auch wenn da noch so ein paar Schönheitsfehler drin waren. Aber da im ersten Moment wurde er da plötzlich in diesen schnellen Kurven in der Mitte, wo man da ganz kurz mal das Heck verloren ging, da ist mir gerade anders geworden. Da habe ich schon gedacht, jetzt fliege ich ab. Das war knapp. Das war echt knapp. Macht der Reifen? 4%, naja. Also das war hier in diesem Linksbogen. Da ist nochmal ganz kurz das Heck gekommen. Du bist auf P13 gefallen. Oh, wir sind auf P13. Das ist ja ein Drama. Ganz ehrlich. In dem Auto, da wäre ich froh über P13. Okay, zurück in die Box, Leute. Was rast in der Boxengasse? Bist du blöd oder was? Ich hab doch den Limiter gedrückt. So ein Blech. Was erzählt denn der? Wie kann ich denn bitte bei aktiviertem Limiter Rasen in der Boxengasse kriegen? Das erklär mir mal, mein Freund. Ich hab ihn doch gedrückt. Dann muss ich mir ein Video nochmal anschauen. Wenn man sich da nicht drauf verlassen kann, doch. So was. Also Ziel ist Platz 17, ich glaube, das schaffen wir ganz locker. Und besser als Carlos Sainz sollten wir auch sein. So zumindest laut unserem Team, ob wir das schaffen, ist die Frage. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Gucken wir mal. Carlos Sainz ist noch hinter uns. 1,5 Zehntel. Alonso ist 6 Zehntel weg.
Also wir haben uns nochmal verbessert. Ja, der Alonso, der ist auch knapp an Palma dran. Da fehlt nicht so viel. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,10,3. Das sind 3 Zehntel. Auffällig ist allerdings, wie krass die Sauber hier zurückfallen. Na, selbst der Alonso fährt den Sauber 6 Zehntel weg. Und das, obwohl hier ja eigentlich auch relativ viel Vollgas ist, ne, wo man denkt, das sollte ja eigentlich der Motor wichtig sein. Und ich meine, der Sauber hatte den besseren Motor. Aber ich glaube, mit P13 sind wir sehr gut bedient. Ja, geht schlechter. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Raikkonen und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Da gibt es irgendwelche Vorfälle, Rasen in der Box, okay, aber keine Strafe, ja dann sind wir zufrieden, ne? Immerhin. Da bin ich mal gespannt, was das Team von uns jetzt erwartet vom Rennen oder fürs Rennen. Ich meine, das ist eine tolle Ausgangssituation. Kann man vielleicht in die Punkte fahren? Wenn es gut läuft, mal schauen. Aber uns dürfte hier wahrscheinlich die Power fehlen, um zu überholen. Das könnte so ein bisschen ein Problem werden. Da machen wir den Punkt gut auf Carlos Sainz. Ne, wir waren ja 2 Punkte zurück, also Rückstand nur noch 1 Punkt. 1 Zehntel, das ist nicht viel, aber wir sind vorne, ne? Immerhin. Und wir gewinnen wieder etwas Ruf, sehr schön. Und die Voicemail. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Okay, Platz 15 und besser als Carlos Sainz. Na gut, also das, wenn ich keinen Mist baue, sollte das möglich sein. Die Sache mit dem Mistbau, ich weiß. Wir werden es wie immer hinkriegen, oder auch nicht. Ja, Leute, das war es auch schon wieder für heute. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei F1 2017 hier im Qualifying-Modus Österreich. Ich hoffe, das Rennen ist interessant. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.